Ja, herzlich willkommen zurück. Moin Moin hier aus dem 939, unserem neuen, ich möchte fast Kriegsschiff sagen. Ja, dem Flaggschiff auf jeden Fall von Hof Bertels. Ausreichend Power ist gegeben. Der Grubber ist dabei. Wir sind hier auf der Fläche 79. Und wie man hier schon an der Textur erkennen kann, hier wurde Mist gestreut. Das hat sich durch verschiedene Umstände so ergeben, dass wir darauf zurückgreifen konnten. Unter anderem eben der Neuigkeit, dass wir einen neuen Hof bei uns Landersum haben. Ich hatte den, glaube ich, das ein oder andere Mal schon erwähnt, vielleicht im Livestream. Der ein oder andere hat es vielleicht auch mitbekommen oder auf dem Schirm. Und erwartet da auch nochmal eine Hofvorstellung. Schauen wir mal, wann wir das hinkriegen. Das ist Hof Meier, ein Hof, der Schafe führt. Ein eher kleinerer Betrieb. Und der hatte auf jeden Fall wirklich reichlich Mist jetzt über. Und es hat sich dann noch hinzu der Umstand ergeben. Ich will mal eben suchen, ob wir hier PS ansetzen können und Bus haben. Dass sich Hof Brinker einen neuen Miststreuer gekauft hat. Und von der Firma Briri. Wir arbeiten hier diagonal drauf. Dann nehmen wir den 79er Kurs. Setzen hier auf die Arbeitsbreite. Zeige die Linien mal eben an. Na, das ist aber nicht diagonal. Das ist ja mit den Fahrgassen. Ich da nochmal einen diagonalen Kurs anlegen. Heißt, ich werde hier so schräg rüberfahren. Da dann einmal den Geländewinkel rausnehmen. Die Arbeitsbreite kann ich drinnen lassen. Punkt A setzen. Aber schon mal rein. Der A-Punkt ist gesetzt. Dann reicht es 15 Meter zu fahren für den Kurs hier. Jetzt haben wir den Kurs schon drin. Den speichern wir dann mal eben auch ab. Als Diagonal 2. Hat er den jetzt doch nicht gespeichert? Nee, hat er nicht gespeichert. Mal rein. Mal eins. So, wobei, guck mal, der ist ja gar nicht. Jetzt da nochmal einmal Punkt A. 15 Meter. Ist auch ganz gut, wenn man noch eine zweite Diagonal, einen zweiten Diagonalkurs hat, um dann eben, wenn man mit der Scheibe in Diagonal 1 arbeitet und dann mit dem Grubber wieder in Diagonal, was habe ich jetzt gesagt? Also Diagonal 1 die Scheibe, Diagonal 2 den Grubber, sodass man quasi dann wieder über Kreuz arbeitet und drillt dann wieder in der Hauptspur. So ist es dann eben, dass man da eigentlich eine perfekte Bodendurchmischung bekommt, beziehungsweise auf jeden Fall eine bessere, als wenn man immer den gleichen Kurs fahren würde. Ne? So, wir speichern uns den aber jetzt auf jeden Fall nochmal als 2. Diesen Hof speichern, nein, Bertelsfeld, verdammt. So, und jetzt haben wir den zweiten und können den hier fahren. Okay. Oder ist Familie Brinker unterwegs? Wir, da müssen wir gleich auch nochmal kurz was erzählen zu, oder? Das mache ich jetzt gleich mal. Ich weiß nicht, ob die gerade was wollen. Ja, geht leider nicht mehr. Hallo? Kann leider nicht mehr mitfahren. Hallo?
So, da gab es kurze technische Probleme. Ja, was ich da kurz erzählen wollte, parallel findet nämlich ein Livestream statt von Schaupi. Tatsächlich hat sich Agrarservice Brinker damit jetzt auch entschieden, Livestreams anbieten zu wollen und zu können. Und da wurde jetzt eben ein neuer Twitch-Kanal für eingerichtet. Und das haben wir dann heute auch in den News geteilt, sodass, wenn ihr bei uns auf den Discord-Server joint, dann findet ihr unter den News den Link auch. Ich verlinke euch das auch nochmal hier in der Videobeschreibung, sodass ihr auf jeden Fall den Twitch-Kanal findet. Dann könnt ihr schon mal ein Follow da lassen. Und wenn ihr das nächste Mal Twitch einschaltet, vielleicht ist ja dann auch Schaupi und Agrarservice Brinker live. Hat natürlich dann den ganzen Vorteil, dass wir so ein bisschen mehr die Arbeiten der verschiedenen Höfe auch aus anderen Perspektiven so zeigen können. Ich glaube, den einen oder anderen gibt es schon, der auf jeden Fall immer interessiert ist an brandneuer Technik auf dem Hof Brinker und ja, da auch vielleicht mal den einen oder anderen Stream länger gucken möchte oder auch mal ein bisschen zuschauen möchte. Und das kann jetzt eben genau auf dem Kanal dann stattfinden. So, hier jetzt erstmal mein Diagonal 2 Kurs ist jetzt eingefahren. Das passt, glaube ich, soweit. Arbeitsbreite sollte auch passen. Jetzt ist es nur so, dass ich mich noch so ein bisschen an das Vorgewende mit dem Grubber gewöhnen muss. Und ja, wo natürlich auch, wenn ich jetzt drauf gucke, 15 km/h, schrieb ein Kommentar oder war ein Kommentar zum letzten Video, dass das schon arg schnell ist mit dem Grubber. Das ist wahrscheinlich auch so. Es kommt auch wahrscheinlich auf die Tiefe und auf die Ziel oder das Ziel an mit der Bodenbearbeitung. Aber natürlich mit 15 km/h geht es auf Kosten der Verschleißteile. Das ist, denke ich mal, so. Dann müsste ich hier vielleicht eigentlich mal so auf vielleicht 12 5 oder sowas hier runterbrechen. Ich bleibe jetzt mal hier auf 12, 13. Ja, könnt ihr mir ja gerne mal reinschreiben, was ihr so meint, was denn die beste oder ja, der beste Kompromiss ist, sage ich mal, zwischen Verschleiß einerseits und andererseits aber auch eben eine gute bis sehr gute Bodendurchmischung oder Arbeitsergebnis eben, so wie man das dann auch nennen möchte. Ja, hier am Vorgewende, ich habe jetzt hier zum Beispiel lasse ich noch ein paar mehr Bahnen dazwischen aus, einfach weil ich hier im spitzen Winkel sonst das Vorgewende wieder viel zu groß gestalten würde, zu spät dann einkomme. Hier sieht man das auch schon. Sodass ich dachte, dass ich da eben mal eben eine größere Schlaufe fahre. Hier jetzt die Bahnen daneben nehme und dafür dann aber wieder rechtzeitig und nicht zu schräg, sodass die Seitenbelastung für die Schare nicht zu krass ist, einlassen kann und jetzt eben das Vorgewende ein bisschen sparender einfahre und dann eben die extra Schlaufe in Kauf nehme. Ich glaube, auf den geraden Bahnen, da kriege ich das mit jeder zweiten Bahn dann besser hin. Schauen wir uns das mal an. Ja, neben dem Umstand, dass sich der neue Twitch-Kanal eingerichtet hat, Schaupi also den ein oder anderen Livestream da auf jeden Fall anbieten kann, ist es auch so, dass der Hof sich einen neuen Miststreuer gekauft hat und parallel auf dem neuen Hof, hatte ich ja schon mal ein paar Mal gesagt, ein kleinerer Hof, der sich auf Schafe konzentriert, niedergelassen hat, einen hohen Anfall an Mist hatte, den dann eben so veräußern konnte, wir den annehmen konnten und den auf unsere Fläche hier haben ausbringen lassen durch Agrarservice Brinker. Da ist es auf jeden Fall, würde ich euch mal so empfehlen, guckt ihr mal bei Agrarservice Brinker rein. Die haben sich nämlich einen neuen Miststreuer gekauft, der ja für mich auf jeden Fall was Interessantes hatte, so eine Grenzstreuer-Vorrichtung, das Begrenzungssteuerelement. Naja, dass du auf jeden Fall im Vorgewende eben die rechte Seite quasi mit so einem Schutz abdecken kannst beim Streuer, sodass der auf der einen Seite dann eben nur ja, sag ich mal, 2 Meter oder so nach rechts arbeitet und nach links weiterhin auf der vollen Breite arbeitet, was dann eben eine bessere, ja, ein besseres Einfahren von der Feldrandkontur zulässt beim Mistfahren. Sehr cool, ist auch animiert, könnt ihr euch da vielleicht mal angucken. Ja, aus dem Zauberkasten der Familie Brinker, es ist so.
Genau, daher haben wir jetzt hier einmal das, ja, eher eine Ausnahmesituation, dass wir Mist auf der eigenen Fläche haben. Das wird runtergegrubbert. Ich hatte es ja gesagt oder gezeigt auch, das ist die Fläche 79 hier. Der Hof Meier ist hier unten. Ja, der Fendt sieht schon entsprechend dreckig aus. Der hat schon über 30 Hektar wohl heute gemacht. Pizzi war damit unterwegs, dementsprechend sieht die Kiste auch aus. Zwischendurch waschen lohnt nicht. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt hier nochmal weiter ein paar Runden und ich schicke nochmal die Drohne raus, weil von dem Fan tatsächlich auch von außen noch irgendwie guckt man sich das Ding einfach gerne an und genießt es einfach. So, viel Spaß dabei. So, liebe Leute, ja, an der Stelle stehe ich hier jetzt draußen, bin nicht mehr auf dem Schlepper und wenn man jetzt mal gleich genauer guckt beim Vorbeifahren, sieht man da Schaupi, ja, der für mich netterweise den Schlepper übernommen hat, damit der Mist hier jetzt noch in der nächsten Stunde eingearbeitet wird und nicht über Nacht dann oder noch länger hier liegen bleiben würde und wir uns damit, ja, Angriffsfläche aufbauen würden. Nein, das wollen wir natürlich nicht und dementsprechend ja, wird hier weitergearbeitet. Ja, das ist dann auch mal die Nachbarschaftshilfe, auf die man mal zählen kann. Wollen wir mal gucken, ob da eventuell auch nochmal eine kleine Rechnung für da herkommt. Ich denke, die Hälfte der Fläche muss ich ihm jetzt leider hier übrig lassen. Mit Vorgewinde, denke ich, kann man auf jeden Fall die halbe Hektarzahl auch sonst berechnen. Das gucken wir uns dann nochmal an. Für mich geht es jetzt tatsächlich in den, ja, ich würde schon sagen, wohlverdienten Feierabend. Ich habe Wochenende hinter mir, was beruflich und privat einiges abverlangt hat und von daher irgendwie für mich nicht die hundertprozentige Konzentration hier zugelassen hat auf dem Acker, sodass wir dann an der Stelle tatsächlich mal Feierabend machen. Aber ich schaue nochmal kurz, dass ich hier nochmal die ein oder andere Bewegt-Bilder-Aufnahme nochmal eben reinsetzen kann. Wünsche euch damit nochmal viel Spaß. Wir sehen uns vielleicht noch einen anderen Tag hier aus dem Monat. Wir machen das Video dann noch ein bisschen länger und ansonsten bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Reinschalten. Macht's gut. Tschüssi.